Na nu. Kasugeist hier. Ich schätze mal, ich sage Hallo. Barkeeper? Whisky und Wasser. Hi. Natürlich, Sir. Komm sofort. Whisky und Wasser? Der Typ da neben ihm. Das ist der Waffenhändler. Um ihn wissen zu lassen, dass man eine Waffe kaufen will, setzt man sich neben ihn und bestellt dann Whisky und Wasser. So war es letztes Mal auch. Anscheinend macht Kasuga seinen Zug. Bossman, ich gehe nach draußen. Bist du ein Reporter? Ja. Hä? Dein Geschreibsel hat dich verraten. Außerdem hast du hier schon eine Weile herumgeschnüffelt. Und hast immer wieder zu mir herübergeschielt. Ja. Nein, ich hab doch nicht... Halt das Maul. Schauen wir doch mal, ob du vielleicht ein anderes Lied singst mit ein paar weniger... von deinen weißen Zähnen. Folge mir. Jetzt hat er was angerichtet. Ich habe ihm doch gesagt, dass er sich da raushalten soll. Ich schätze, ich kann das nicht einfach ignorieren. Dann kümmern wir uns mal drum. Ehrlich, ich bin kein Reporter. Zu Hilfe! Ich habe die Schnauze voll von Clowns wie dir. Ich habe keine andere Wahl, als an dir ein Exempel zu statuieren, damit der nächste Witzbold zweimal darüber nachdenkt. Wohl. Das ist genug. Du warst doch auch in der Bar. Was geht's dich an? Er ist mein eingeschworener Bruder. Lass den bitte in Ruhe. Was? Eingeschworener Bruder? Das heißt, er ist kein Reporter? Naja, du bist zumindest kein Zivilist. Okay, ich nehme dich mal beim Wort. Wenn du es mit deinen Fäusten beweisen kannst! Einfach mal vollkommen auseinandergenommen, den Typen. Wie sieht das denn aus? Fäuste lügen nicht. Hast du genug? Lässt du ihn jetzt in Ruhe? Ja, gut genug für mich. Ein Deal ist ein Deal. Ernsthaft? Dann hör mal zu, wegen dieser Waffe. Verkauf mir die Waffe. Hey, Kasuga. Du hast ganz schön Nerven. Das mag ich. Normalerweise gebe ich mich mit Erstlingskunden nicht ab, aber ich denke, ich werde dieses Mal eine Ausnahme machen. Jawohl! Erfolg! Ach Mann, Kasuga. Kiryu-kun, du hast mich da echt gerettet. Vielen Dank, Mann. Jetzt los, trink aus. Geht auf mich. Kasuga? Du hast ganz schön Nerven, das Geschäft durchzuziehen, an dem das alles so haarig angefangen hat. Ganz schön Nerven. Das ist doch das Mindeste, was ich tun kann, um den Lesern das zu geben, was sie wollen. Dank dir habe ich eine Mordstory. Wie wär's damit? Hände hoch! Eine furchterregender Fokus auf den tödlichsten Dealer des Distrikts. Klingt das nicht spannend? Ich hoffe mal, unser neuer Freund liest deine Geschichte nicht. Und was mache ich jetzt mit dem kleinen Spielzeug?
Weißt du zufällig, wo ich das Ding wieder loswerden kann? Nein. Was? Nach diesen ganzen Mühen willst du die Waffe loswerden? Na, sicher. Ich meine, ich bin schließlich ein gesetzestreuer Bürger. Alles, was ich brauche, ist eine Story. Die Feder ist mächtiger als die Pistole. Ich verstehe manchmal echt nicht, wie ihr Journalisten so tickt. In Ordnung. Wie wär's, wenn ich dir das Ding dann schenke? Als Belohnung? Ich habe dieses Gefühl, du wälzt es einfach nur auf mich ab, aber okay. Ich nehme das Geschenk an. Vielen Dank. Okay, worüber soll ich als nächstes schreiben? Selbst nach diesem Erlebnis hast du deine Lektion immer noch nicht gelernt, hä? Du weißt, ich kann dir nicht jedes Mal den Arsch retten, nicht wahr? Danke für die Warnung, aber das ist, wer ich bin. Sobald ich Wind von einer neuen Story bekomme, hält mich nichts mehr auf, bis ich sie erzählt habe. Wenn ein weiterer saftiger Artikel gebraut wird, dann sag ich dir Bescheid. Bei ein paar Drinks, versteht sich. Immer der furchtlose Reporter. Trotzdem, es gibt eine Menge über die dunkle Seite von Kamurocho, das selbst ich nicht weiß. Kamurocho ist ein unheimlicherer Ort, als ich dachte. Und wir haben eine weitere Nebenquest erfolgreich abgeschlossen. Es läuft doch ganz gut. So, aber eigentlich waren wir ja auf dem Weg in den Hoteldistrikt, nicht wahr? Da ist schließlich dieser Budosera-Ring, um den wir uns kümmern müssen. Oh. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, warum ich da mein Dings nicht machen konnte.
Ich weiß, dass ich jetzt erstmal was zu essen brauche. Und das gibt's hoffentlich im Maharaja. Da wollte ich ja letzte Folge schon mal reinschauen. Herzlich willkommen! Eintrittsgebühr ist 2000 Yen. Klar. Ja, kein Problem. Bitteschön. Vielen Dank. Bitte behalten Sie im Hinterkopf, wenn Sie den Club verlassen, werden Sie die Eintrittsgebühr wieder entrichten müssen, wenn Sie wieder hereinkommen. Genießen Sie Ihre Zeit im Maharaja. Klar, mache ich. So, hier können wir auch gleich ein bisschen Dampf ablassen dann. Hallo, was kann ich Ihnen bringen? Gin, bitte. So. Sie tanzen also gerne in der Disco? Ja, irgendwie schon. Wenn dieses Tanzen Sie durstig macht, kommen Sie zu mir und ich bereite Ihnen einen Drink zu. Gandhara hat ein neues Video. Maika. Okay, das müssen wir uns bei Gelegenheit dann auch angucken. Ja, Gandhara wollten wir eh schon. So, wie funktioniert das jetzt mit dem Tanzen hier? Schauen wir mal. Hallo! Willst du mir ein paar deiner sweeten Moves auf der Tanzfläche zeigen? Wie funktioniert das mit der Disco? Um in der Disco zu tanzen, musst du die Knöpfe im Rhythmus mit dem Song drücken. Benutze das Steuerkreuz, um deinen Charakter zu bewegen und dann presst den entsprechenden Knopf. Rechtzeitig. Also, wir sehen gleich die Tanzfläche und können uns darauf bewegen. Wir müssen uns im Rhythmus bewegen und wir sehen immer, wo wir als nächstes hin müssen und auf das entsprechende Feld. Und dann müssen wir rechtzeitig, wenn wir auf dem entsprechenden Feld angekommen sind, müssen wir rechtzeitig die entsprechende Taste drücken, quasi im Rhythmus. Also so eine etwas erweiterte Variation von dem Karaoke-Minispiel, was wir letztens gemacht haben. Okay. Tanzen wir. Muss mich nur kurz anders hinsetzen, weil da brauche ich ja wieder einen Rhythmus für. Deswegen bin ich hier. Awesome! Welchen Song soll ich dir auflegen? Wir fangen an mit Friday Night, oder? Auf easy. Erstmal leicht, erstmal reinkommen. Okay, auf geht's. Honmono no dance. Misete ni hatsu. Ich liebe die Animation jetzt schon. So, da sind wir und jetzt geht's los. I'm feeling like I'm feeling just as fine.
Okay, das war echt scheiße. Ich wollte zwischendurch Dance-Fieber aktivieren, das hat nicht funktioniert. Obwohl es da unten geblinkt hat. Und trotzdem 3 Sterne? Verlässt du die Party schon? Komm bald wieder, okay? Weißt du was? Wir tanzen gleich nochmal, wenn wir gerade hier sind. Wir haben schließlich Eintritt bezahlt, dann können wir auch 2, 3 Songs gleich machen hier. So, wir machen den nächsten Song. Queen of Passion machen wir noch und dann gehen wir erstmal wieder. Okay, auf geht's. Hommono no Dance. Misete yarute. Scheiße, ich hab das da unten nicht gesehen. Mann! Was ist denn gerade los? Was passiert denn hier? Ich glaube, ich habe die anderen zu früh gedrückt, kann das sein? Da werde ich noch richtig Probleme mitkriegen. Ah, gehst du schon? Komm bald wieder. Jojo, mach ich. Mach ich bei Gelegenheit. Reicht für den Moment erstmal. Mit dem Tanzen sind noch einige Quests verbunden, aber jetzt müssen wir erstmal einen Burusera-Ring aushebeln. Dazu müssen wir in den Hoteldistrikt hoch. Oh, wartet mal, da sind ein paar Yakuza, die können wir noch vermöbeln vorher. $500,000 Yen, wunderbar. Leicht verdientes Geld. Und wir müssen aber mal nach diesen Dream Machines gucken, ne? So, und hier oben ist der Hoteldistrikt. Wenn wir hier gerade vorbeikommen. Oh, wir haben auch noch diese Silberplatte gekriegt. Die müssen wir bei Gelegenheit dann noch verkaufen, ne? Und jetzt ganz unauffällig die Straße runter. Kiryu muss sein Leben als Zivilist erstmal so ein bisschen genießen, bevor er sich mit dieser Tachibana Real Estate Geschichte auseinandersetzt. Oh.
Ich muss kurz. Mann, und schon noch die Hälfte gekriegt, nur weil der einen Cheap Shot in meinen Rücken reingekriegt hat. So. Wir suchen jemanden mit einem blauen Schal. Weiße Bluse, das ist sie da, oder? Weißer Kragen. Die anderen. Lange Haare, ja, das müsste sie hier sein. Da ist dein Highschool-Mädchen. Könnte das Sachiko sein? Der Kopf des Burusera-Rings? Ja? Gibt es ein Problem? Oi. Hey, Sachiko. Mach deinen Burusera-Ring dicht. Aha. Nun. Ich frage mich ja, wer dich dazu angestiftet hat. Du bist also Sachiko, die Ringführerin des Burusera-Rings. Ja, ich bin Sachiko. Gibt es damit ein Problem? Ja, ein großes. Du zwingst die Mädchen dazu, in deinem Burusera-Ring zu arbeiten und manche fühlen sich deswegen hundsmiserabel. Miserabel? Sie machen eine Menge Geld damit, Kleidung zu verkaufen. Warum sollten sie sich dabei miserabel fühlen? Nani? Was? Die Kunden wollen, was wir anbieten und wir brechen keine Gesetze. Warum sollten wir das, was wir tun, also nicht tun? Mädchen sollten so etwas nicht tun. Ihr müsst euch wie Ladies benehmen, mit einem gewissen Sinn für Dekor und Was du also sagen willst, ist, es ist okay für Männer, wenn sie ihre Unterwäsche verkaufen, aber nicht für Frauen. Das ist ziemlich eindeutige Geschlechtsdiskriminierung. Wir sind in den 80ern, Mann. Hör auf, so oldschool zu denken. Was, wenn deine Eltern von diesem Burusera-Ring erfahren würden? Denk doch nur mal an den Schmerz, den es ihnen bereiten würde. Das ist einfach falsch. Wie kannst du nur so gemein sein und meine Eltern erwähnen? Hä? Meine Eltern sind schon lange fort. Ich habe niemanden, der verletzt werden würde, wenn er erfahren würde, was ich tue. Mein Burusera-Geschäft stellt also kein Problem für irgendjemanden dar. Ich? Das wusste ich nicht, aber... Bist du wirklich so leichtgläubig? Meinen Eltern geht's gut. Nein. Was? Du kannst nicht einmal eine so offensichtliche Lüge durchschauen? Gute Arbeit, sich von einem Schulmädchen verarschen zu lassen. Herr großer, erwachsener Mann. Was du hier tust, ist dein Geschlecht zu verkaufen. Du spielst in der Welt der Erwachsenen herum. Wenn Kinder mit Feuer spielen, dann werden sie sich daran verbrennen. Oh, nun.
Ich habe mich bis jetzt noch nicht verbrannt. Wir werden sehen, was passiert, wenn ich's tue. Nani? Was? Bist du jetzt fertig? Ich bin beschäftigt. Wenn du nichts kaufen willst, dann muss ich dich darum bitten zu gehen. Sie gibt nicht nach. Ich schätze, das sollte ich Mina erzählen. Echt blöd gelaufen. Na gut. Dann gehen wir halt. Das hätte echt besser laufen können. Oh, hallo. Kann ich Ihnen helfen? Sachiko-chan. Oh, Sachiko-chan. Deine Höschen waren so süß, Sachiko-chan. Ich bin froh, das zu hören. Sind Sie zurückgekommen, um noch mehr zu kaufen? Sachiko-chan, ich liebe dich. Hä? Sachiko-chan, ich liebe dich, Sachiko-chan. Liebe, liebe, liebe. Sachiko-chan, Sachiko-chan, ich liebe dich, Sachiko-chan. Liebe, Sachiko-chan, ich liebe dich, Sachiko-chan, das tue ich wirklich. Sie machen mir gerade schon ein kleines bisschen Angst. Sachiko-chan, ich liebe dich, Sachiko-chan. Lass uns unser Leben zusammen verbringen, Sachiko-chan, ich liebe dich. Ich kann das nicht tun. Ich habe mich entschieden, Sachiko-chan. Ich habe mich bereits entschieden. Ich verbringe den Rest meines Lebens mit deinen Höschen, Sachiko-chan. Für immer. Sie machen mir wirklich Angst. Ich liebe dich. Sachiko-chan, wir werden für immer zusammen sein, Sachiko-chan! Nein! Irgendjemand, bitte! Ich kann nicht! Ist in Ordnung. Du bist in Sicherheit. Wer zum... Du... Steh mir nicht im Weg, Sachiko-chan gehört mir! Okay, du bist also aufs Maul. Kannst du haben. Überlegt, wir könnten mal wieder ein bisschen im Brawler-Stil gehen. Waren das gerade 4 Millionen Yen, die ich da gewonnen habe? Bist du in Ordnung? Mir geht's gut. Ich hab's dir doch gesagt, nicht wahr? Du hast mit dem Feuer gespielt und du hast dich verbrannt. Warum haben sie mir geholfen? Nach den ganzen schrecklichen Dingen, die ich zu Ihnen gesagt habe. Ich würde niemals einfach so herumstehen und zuschauen, während ein Highschool-Mädchen genau vor meinen Augen angegriffen wird. Das... Ich weiß nicht, ich... Sachiko-san! Mina! Es tut mir leid, aber ich kann das nicht mehr tun. Ich steige aus der Burusera-Gruppe aus. Es tut mir wirklich leid. Bitte, lassen Sie sie aufhören. Ich bin Ihr Freund und...
Machen Sie ihr bitte nicht das Leben schwer, weil sie ihre Gruppe verlassen hat. Ich hasse es, das zuzugeben, aber Sie hatten vollkommen recht. Das Burusera-Geschäft ist ein zu riskantes Spiel, als dass Highschool-Mädchen es spielen sollten. Ich habe niemals auch nur darüber nachgedacht, dass ein Mädchen wie Mina sich in Gefahr befinden könnte wegen etwas, das ich aufgebaut habe. Ich werde den Burusera-Ring auflösen. Jetzt sofort. Oh, das tust du? Wirklich? Ja, wirklich. Es tut mir leid für alles, Mina. Ja, Tatschan, ich muss nicht länger meine Höschen verkaufen. Das ist wunderbar, Mina-chan. Vielen Dank dafür, dass du ehrlich mit mir gewesen bist. Eine weise Entscheidung. Du hast auch ihren Tag gerettet. Vielen Dank. Ich möchte nur einfach niemals wieder so viel Angst haben. Es gibt keinen Grund, mir zu danken. Verstanden. Außerdem... Ich denke, man sollte seine Unterwäsche nur jemandem zeigen, der einem wirklich etwas bedeutet. Oh, okay. Ach, Kirio. Wir haben aber jede Menge... Guck mal, wir haben 13 Completion Points. Ich muss gerade überlegen. 6 plus 8 ist 14, ne? Wir brauchen noch einen weiteren CP irgendwoher. Dann können wir diese Nouveau-Rich-Typen freischalten. Dass die anfangen, hier in der Gegend herumzulaufen. Wenn wir die verprügeln, dann kriegen wir jedes Mal jede Menge Kohle zusammen. Und Geld regiert die Welt, wie wir wissen. Okay, was könnten wir denn als nächstes machen? Schauen wir mal. Ach so, ich wollte... Gehen wir erstmal nach Gandara zurück. Wir haben ein Video freigeschaltet. Und dann planen wir von da weiter. Es gibt noch jede Menge Quests, die wir machen können. Mein Ziel ist am Ende schon, die Quests alle gemacht, also zumindest die Nebenquests oder zumindest die meisten, wenn ich vielleicht nicht alle schaffe. Ich muss mal kurz... Helfen Sie mir! Ah, bist du jetzt am Laufflecken, Junge? Hey. Ich sorge für die blauen Flecken, denke ich. Habt ihr das gehört, Jungs? Schnappt ihn euch! Das waren in Anführungszeichen nur 330.000 Yen, aber da kommt am Ende trotzdem einiges zusammen, ne? Also wir gucken uns jetzt das Video an und dann gehen wir, wir haben so eine Silberplatte zusammengekriegt, die werden wir dann auch noch verkaufen gehen und dann gucken wir mal, wo, in welche Richtung uns das Ganze als nächstes treiben könnte. Die nächste Stufe an Upgrades kostet jeweils 30 Millionen Yen, ne? Da sind wir relativ weit von entfernt, uns das regelmäßig leisten zu können.
So, jetzt hier. Schauen wir mal, was genau das eigentlich für erotische Videos sind und ob ich die auf YouTube überhaupt zeigen kann. Herzlich willkommen bei Gandara. Für einmal schauen bezahlen Sie bei uns 800 Yen. Okay, sag mal, ja. Welches Video wollen Sie sich ansehen? Wir haben nur eins, und zwar Maika. Also schauen wir mal. Da sind natürlich viele dabei, ne? Da werden wir wahrscheinlich auch noch öfter mal zurückkommen. Ich rechne mit relativ vielen Folgen für dieses Let's Play. So, jetzt ein bisschen freihändig spielen. Ich meine... Was? Ist jetzt nicht übermäßig erotisch, aber ist auch nicht ganz ohne, ne? Sollte aber rein theoretisch okay sein, oder? Für sowas kriege ich doch keinen Strike, oder? Es gibt nämlich mindestens eine Nebenquest, die mit diesem Gandara hier zusammenhängt. Wenn wir schon dafür bezahlen, dann würde ich das Video halt auch ganz gerne gucken. Wir könnten es ja rein theoretisch auch überspringen, aber jetzt mal ehrlich. Ich weiß auch nicht, was die Voraussetzung für manche von den Quests ist. Ich gehe jetzt erstmal zum Pornshop. Oh, guck mal. Oh, Kiryu-san. Dürfte ich eine kleine Leibesuntersuchung durchführen? Was soll ich ihm geben? Was passiert, wenn ich ihm die Pistole gebe? Was ist damit? Sieht nicht aus, als ob sie etwas... Ich hasse sowas. Sieht nicht aus, als ob sie etwas Gefährliches dabei hätten. Ja, nehmen Sie das zurück. Ihre Kooperation wird wirklich wertgeschätzt, Kiryu-san. Okay, immer wieder gerne. Wo bin ich? Okay, hier passt mal auf. Wir machen bei Tengu Kuchen, machen wir Stopp. Zwischenstopp. Ich muss kurz der Frau hier helfen. Wie gesagt, wir machen mal Tengu Kuchen, machen wir Zwischenstopp und essen schnell was. Und dann gehen wir die silberne Platte verkaufen und dann gucken wir mal von da aus. Es gibt mindestens eine, sagen wir zwei. Es gibt mindestens zwei Sachen, die ich... Also so neben Minispieltechnisch, die ich gerne noch in Angriff nehmen würde, bevor wir mit dieser Tachibana Real Estate Geschichte erstmal ein bisschen weitermachen. Und das eine ist oben links. Und das andere ist das, da will ich noch nicht verraten, was es ist. Das seht ihr dann. Und das andere ist das Bowling, also Bowling gehen, Bowling Center. Denn das, dieses Café, wo wir uns umsehen wollen, das ist ja gegenüber vom Bowling Center, wurde uns ja gesagt. Ne? Dann können wir auch... Da einmal gucken gehen. Ich habe überlegt, ob ich mir das Fahrrad schnappen soll. Irgendwie sowas in der Art. Okay, da haben wir ein CP gekriegt. Gerade eben. Das heißt, wir gucken dann auch beim Schrein vorbei. Ich würde gerne noch ein, zwei Nebenquests machen. Und halt diese beiden Minispielchen. Deswegen müssen wir noch mal ein bisschen gucken dann.
glaube, damit können wir auch noch gut ein, zwei Folgen füllen dann. Willkommen. Ich meine, das gehört ja auch dazu, ne? Das ist ja so ein bisschen das grundlegende Gameplay von Yakuza, dass man sich halt auch mit diesen ganzen Nebenbeschäftigungen auseinandersetzt. Das kannst du nicht einfach überspringen. Dann ist mindestens die Hälfte von dem, was die Yakuza-Reihe ausmacht, wäre ja quasi weg. Das geht nicht. Das geht nicht, das können wir nicht machen. Wir sind aber beim Schrein, dann gucke ich da erstmal schnell vorbei. So, Sweet Dreams, Mr. Shakedown. Mr. Shakedown nimmt wahrscheinlich ja... macht wahrscheinlich ein Nickerchen im Park. Das habe ich nur, weil ich das hier. Nouveau Rich in Flux. Nouveau Rich Men tauchen in der Stadt auf. Das ist nämlich das, was ich eigentlich haben wollte. Money Magnet 2 ist das nächste, was ich nehmen würde, glaube ich. Für 10 CP nochmal mehr Geld von den Leuten im Kampf. Und dann hier Card Watcher und... Okay. Mehr Geld ist echt gut. Wo wäre denn hier ein Park, wo Mr. Shakedown eventuell mal liegen könnte auch? Naja, werden wir im Zweifelsfall noch... Oh, wenn man vom Teufel spricht. Aber das ist der andere. Okay, pass auf. Wir kümmern uns noch um den. Wir wissen ja, dass der da gerade die Straße runtergeht. Ich will nur vorher abspeichern. Und dann schnappen wir ihn uns. Die Frage ist halt nur, wie benutze ich den Schläger? Das ist der zweite hier, ne? Hey du, warte mal. Hm? Du pisst mich an. Was? Ich bin Yuki Sato. Wie ist dein Name? Kurz. Zack. Einmal gespeichert, also abgehakt hier. Kazuma Kiryu. Kiryu, hä? Ah, ich kann dich nicht leiden, Kiryu. Dein Gesicht pisst mich einfach nur an. Hast es wohl auf den Kampf abgesehen? Such dir jemand anderen aus. Ich will aber mit dir kämpfen, weil du mich gerade echt anpisst. Das ist dein Problem. Wenn du mich nicht magst, hau einfach ab. Bist du so dämlich? Das ist der Moment, wo du auf deine Knie gehen solltest und dich dafür entschuldigst, dass du meinen Tag ruiniert hast. Und gib mir alles Geld, was du hast. Vielleicht vergebe ich dir dann. Ein weiterer Shakedown, hm? Diese Stadt geht echt vor die Hunde. Was murmelst du denn da, du Halbling? Gib mir das Geld oder ich muss es mir nehmen. Ich muss meinen Stress schließlich irgendwie ablassen, richtig? Yeah!
Okay, das hast du mal gesagt. Ich glaube, der macht mich fertig. Nee, echt, wie benutze ich diese Waffe? Das ist doch scheiße! Ich lade gleich neu. Wozu habe ich denn die Waffe, wenn ich sie nicht benutzen kann? Nee, ernsthaft, das ist mir zu doof. Das ist mir zu doof, wenn man mir nicht erklären kann, wie ich meine Waffe... Wozu rüste ich denn eine Waffe aus, wenn ich sie im Anschluss nicht benutzen kann? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du eine Waffe hältst, XYB, um eine andere Attacke auszu... Ja und, wie mache ich das? Also jetzt mal ernsthaft, das ist doch... Der ist doch hier herumgelaufen, oder? Ach man, der war doch hier ganz in der Nähe. Ich kann blocken übrigens. Hat mir das Spiel noch nie beigebracht. Versuche jetzt gerade herauszufinden, wie ich die Waffe ziehe. Gebt mir diesen kleinen Versuch noch. Ah! Okay, danke! Jetzt weiß ich's, okay, aber jetzt ist Mr. Shakedown weg.